Servus meine Freunde, mein Name ist Thomas Gerdon und willkommen zu einem neuen Thomas-Vlog. Am heutigen Tag, 31.03.2017, geht's ab nach Oberhausen. Ich besuche das Kollega-Konzert in Oberhausen zu der Imperator-Tour. Ich lasse im Hintergrund schon ein bisschen Kolle-Musik laufen, das wird heute ein epischer Tag. Ist mein erstes Konzert, ich bin gespannt, wie das Ganze heute verlaufen wird. Ja, mal gucken, wie das Ganze wird. Ich glaube, wir können nicht das gesamte Konzert anschauen, da wir halt früh wieder wegen dem Zug zurück müssen. Aber es sollte dennoch ein Tag sein, an dem ich einiges genießen werde. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns später am Bahnhof, denn ich habe jetzt Schule. 4 Stunden, lohnt sich total, heute wieder hinzugehen, sind halt aber die Hauptfächer. Deswegen muss man natürlich hin und wir sehen uns später wieder. Nun, das Wetter draußen ist perfekt. Ich bin von der Schule zurück und ich würde sagen, das ist Gönnung HD. So, wir gehen bald los, mein WLAN-Router ist auf den Boden gefallen. Fragt mich nicht wie. Ich gehe jetzt bald los. Und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. In die Kamera gucken. So, wir sind jetzt nun hier in... Wo sind wir überhaupt? Hamm. Hamm, genau. Ich vergesse das immer wieder. Boah, ist das unangenehm, so zu reden. Voll leise, im Zug. Wir tun einfach so, als wenn wir uns hier artikulieren würden. Ja, also wir sind bald da. Sprich, in einer Stunde und 24 Minuten sollten wir in Oberhausen angekommen sein und ja. Bis dahin dauert es noch ein bisschen. In 9 Minuten sollte der Zug auch losfahren. Willst du irgendwas sagen? Willst du in die Kamera? Nee. Okay, später eventuell. Und ja, ich will auf jeden Fall, dass Kollega heute Genozid spielt. Das ist mein absoluter Favorite Track. Was ist dein Favorite Track von Kollega? Big Boss bestimmt, ist einfach eines der geilsten Tracks. Und ja, im Übrigen wäre auch ein interessantes Thema, wenn wir schon mal hier Zugphilosophie betreiben. In letzter Zeit ist ja Kollega immer wieder mal in Kritik geraten, vor allem jetzt mit dem Schlag auf dem Konzert, aber das Thema hatte ich mal kurz angeschnitten, muss ich sagen, gut, hätte nicht sein müssen mit dem Schlag auf dem Konzert, aber ganz ehrlich, also muss man immer wieder mal selber denken, wie man sich verhalten sollte gegenüber anderen Personen. Das war auch ein bisschen respektlos von ihm gegenüber, so die Brille irgendwie anzufassen. Gut, jetzt musste man nicht natürlich im Endeffekt mit einem Box antworten, aber gut. Ich sag's mal so, es hätte auf jeden Fall Kritik gegeben, beziehungsweise auf jeden Fall hätten einige im Internet geschrieben, dass Kollega eine Pussy wäre, hätte er nicht zugeschlagen, beziehungsweise hätte er Security geholt und es hätte jetzt Kritik gegeben, weil er ihn geboxt hat. Also von daher, man kann es den Leuten nicht recht machen und 100 pro fahren die auch dahin. Und ja. Mal gucken, wie das Konzert wird. Vor allem ist auch nochmal ein interessantes Thema. Weiterhin betreiben wir Zugphilosophie. San Diego, Kollega, Diss Tracks and Coming. Warte, was hören die? Und sie haben die JBG auf jeden Fall. Ja, ganz ehrlich, man muss sie nicht besonders positionieren. Also man kann meines Erachtens nach auch beide Rapper feiern. Ich persönlich feiere beide Rapper. Hab mir jetzt Kollega Imperator gekauft, werde mir von San Diego Started from the Bottom und Krabbenco kaufen. Also von daher, man kann auch beides musikalisch feiern. Man muss sie nicht positionieren und dann wie, ja, die meisten, ich sag's mal so, also die meisten Jüngeren schreiben immer im Internet so rein, ja, wieso reimt sich Kollega auf Flowfehler? Ja, ist einfach unnötig. So, das war's mit der Zugphilosophie. Wir sehen uns in Oberhausen. Carmen.
So, wir befinden uns jetzt in Oberhausen und sind erstmal in die falsche Richtung gegangen. Wir sind erstmal so anderen, die auch so ein Imperator-T-Shirt anhatten, hinterhergelaufen. In der Hoffnung. Kinder, vertraut nur euch selber. Oder benutzt einfach Google Maps. Es sah aber so aus, als wenn die wüssten, wo die hinlaufen, oder die gehen halt noch vor dem Konzert irgendwo anders hin. Also, ja gut, hab ich gesagt, dass es da lang geht. Ja, das hab ich aber. Psst. Alias, für mich ist eine große Ehre, heute die Imperator-Show zu eröffnen. Habt ihr Bock auf Kollega? Dann macht einmal Lärm für euch selber, bitte schön, Oberhausen. Nee, nicht so bescheiden. Einmal Lärm für euch, bitte schön. Sehr, sehr schön. Ich habe ein neues Album im Gepäck. Das hört auf den wunderschönen Namen Insomnia. Stell dich gegen mich und du hast ein falsches Präsidentenlager. Wie willst du wohl sagen über meine Songs im Gangalon? Schubst Reporter, Bitches vor dem Zug, Frank Underwood. Ja, ja, meine Follower, ich bete jeden Abend für einen Stern, der so glänzt. Doch bisher sendet... Parteibildschirms drin sitzen wie im Bundestag. Wende mich an, dass ich für dich was regel im Hintergrund. Doch ich mach für dich kein Finger drum, außer beim Trigger-Pull. Multimillionär, doch meine Jungs ticken weiter Hero. Bitch, ich dominiere, triumphiere, so wie Kaiser Nero. Ich bin Nero. Okay, nur dass ihr vorgewarnt seid, wir sind alle auf 1000% Testo. Wir gehen hier nicht hin auf Kuschelkurs oder hier, also kleine Geburtstagsfeier. Nee.
Das wird schon komplett Abriss hier heute, Frau Jan. Da müsst ihr euch schon im Klaren drüber sein. Seid ihr bereit, da mitzumachen oder wollt ihr zerstampft werden von uns? Ganz kurz. Wer von euch hat mein Album Imperator gehört? Ich habe einen Song gemacht, der ist für alle, die sich manchmal so ein bisschen down fühlen. So ein kleines Burnout haben. Bruder, lass mich doch einfach ausreden. Ich gebe dir schon ein Zeichen. Denn man muss was zu dem Song sagen. Das will ich schon die ganze Tour sagen. Aber in Oberhausen will ich es auf jeden Fall mal sagen. Okay. Hört auf mit der Scheiße. Nehmt keine Drogen. Zieht durch. Wenn ihr euch aber so mal einkifft, ist okay. Wie unser DJ Arrow. Der macht das auch ab und zu. Aber geht verdammt nochmal durchs Leben wie ein Assassine. Der macht das auch. Obwohl er sich mal morgens einkifft. Und mit das zieht er meine Nase. Ihr kennt die Hook von Assassine. Meine Psyche ist eine Waffe. In seinem Fall eher meine Psyche ist eine Waffe. Aber trotzdem. Ich will alle hören. Ich will alle hören. Wie eine fucking Armee. Wir sind heute mit Alpha Armee. Wir machen diesen Song gemeinsam. Ich will alle Hände sehen. Oberhausen, wo sind die Hände? Wir gehen weiter nach Bonoparie oder wie Bonami. Ich hab mehr Geld mit Bonds verdient als schon Bonami. Wir Wannabes. Nutze eher Geld für Spaß in den Menschen zum Blick. Ich hoffe, mein Kind und den Menschen zu helfen, die Opfer der Nacht. Die Liebe ist mit. Gib die Backwort nicht und keine Antwort. Bitch, hat der Boss einmal gerade hat die Kanone nicht. Ich bin Goldblooded. Kein Gewissen, ich bin Goldblooded. Ich bin Goldblooded. Zu viele Heuchler so wie. Mein guter Freund. Der macht Breakdance im Backstage-Bereich, durch die ganzen Groupie-Bitches durch, Graffiti kann er auch und sogar Beatbox hat er drauf. Mach, Bruder, wir müssen ein bisschen an deiner Credibility arbeiten. Willst du eine Beatbox raushauen heute mal? Hier oder was, Bruder? Ja, komm. Ach, hör doch auf. Komm, in Oberhausen kannst du mal eine Beatbox machen. Oder? Und die Beatbox ja in Oberhausen. Aber Bruder, lass uns ein Deal machen. Dann rappst du wenigstens drauf, okay? Ja, oder? Soll ich drauf rappen, wenn ich beatboxe? Okay, gib mir einen. Ich war mit Waffe des Streetlife, über die Kette, über den Gutsches, mit der Matapaka, du riefst, in der Jacke, du Jeans weißes. Pulvergönne, bin ich da zu dem Tisch, wo das Weiße liegt. Guck in meine goldene Kredite, da liege bei dir. Bruder, langsam. Okay, Bruder, warte, komm mal rein. Oder gib mir einen schnell, gib mir schnell. Soll ich den schnell geben? Einen schnell noch. Okay, let's go. Ah. Ich lade meine Bade, meine Bade, meine Bade, deine Bade, meine Fucker, meine Bade, weißt du, mein Freund? Erstmal schönen guten Abend, hier bin ich. Wie ist dein Name? Batuan. Batuan, ein Applaus für ihn, bitte. Erstmal Respekt dafür, dass du die Eier hast. Ja, klar, machen wir noch. Aber erstmal musst du dich beweisen. Du musst Klimmzüge machen, Broski. Nicht Fotos machen, erst Klimmzüge machen. So, hol mal die Stange hier hin. Wir wollen mal sehen, was Oberhausen drauf hat hier. Irgendwie so Rocky-Mucke oder so, die man da runterlegen kann. So, und auf geht's. Und wir zählen alle mit, was der Batuan hier an den Start bringt. Ja. Gib Gas, Junge. Jo, was ist da los mit dir? Ja, zwei. Das ist nicht schlecht. Zane, ich weiß, du kannst mehr, was wir heute mal machen. Und da ist er nicht drauf vorbereitet. Unser Kameramann darf jetzt mal gegen den antreten. Ah! Gib mir die Kamera, ich filme das. Jawohl. Okay, wir haben einen
Gewinner. Batuan, herzlichen Glückwunsch. Du bist der Erste, der unsere Clipson Challenge gewonnen hat. Wir haben natürlich auch ein Geschenk. Wir sind die Bildschirm, Pessi, nicht nach Hessler. Wir nur Gatellen und ein Glas von Prosecco. Weil wir wie Judensterne Stars sind im Ghetto alle. Seit der großen Kopf und der Bock. Wir haben den besten Stoff im Monitor. Wenn ihr was kommt, dann kriegt ihr Kohle Bock. Und es dich auf dieser Welt nicht weiterbringt. Wenn du ein Selbstmitleid versiegst, dieses Wort, wenn du Gewinner hast zu kämpfen. Wenn wohl die Blicke sich der Menschen, doch der Sieg ist, was sie denken. Und es war's, wenn du Freund hast, nichts mit Unterrecken, statt sie selber zu verschwenden. Der Himmel ist die Grenze, und du brechst immer voll. Schmerz ist vergänglich, was du bleibst, ist der Stolz. Schau nicht wie gesagt, schau nicht wie gesagt. Spekuliere bis in allein, denn die ganze Pathologie technisch aus bestiener Level kennt dich auch nichts für sie üblich außer Desinteresse. Es ist der Blick aus Echen, aus Echen, aus Echen, aus Echen. Gangster, Red, Big Boss, erwundert die vor die Füße bis du Trip. Frau, stieg deiner Bitch, schau auf, schreit den Weg, wenn ich wie Kleopatra über den Feldteppich aus Leopard. Hoch der Sieg wie Ego, da ist Playboy aus dem Slife. Hier bist du viel am Platz wie Kate Boss bei der Ring und Just Fly. Denk das nicht mehr ab. Sehr gut. Aber leider muss ich an dieser Stelle sagen, Pech gehabt. Hat keinen Bock mehr. Ist schon weg. Sitzt schon im Tourbus drin. Macht sich gerade eine Shisha an. Relax, genießt das Leben. Wisst Bescheid, Oberhausen. Könnt jetzt alle gehen. Die Show ist vorbei. Da gibt nichts mehr heute. Finale! Ich bin aggressiv, mitten auf dem Bahrstein. Ich steige aus mit Polizisten in den Vorstand. Unsere Backup-Rapper Sayed und Corey. Und nicht zu vergessen, unsere wunderbare kleine Band, Harald an den Drums und Steffi an der Gitarre. Bitte einen Riesenapplaus. Und jetzt Oberhausen, einen Riesenapplaus für Kollege den Berlaus. Oberhausen, vielen Dank. Wie gesagt, wir kommen nachher nochmal raus. Machen Fotos. So, wir befinden uns gerade auf dem Heimweg vom Konzert. Hi. Und wir haben uns erstmal Slush Eis gegönnt, denn ich glaube, ich werde morgen zu 100 pro heiser sein. Ich habe mir wirklich die Lunge aus dem Hals. Ich habe mir auf jeden Fall was rausgeschrien. Wie so ein echter Kollege-Fanboy hat mir auch den Deus Maximus Pullover angezogen, was die dümmste Entscheidung in meinem gesamten Leben war. Es war so mega heiß da drin. Also falls ihr irgendwann auf dem Konzert seid, solltet in der Halle. Zieht kein Pullover an. So, wir sind jetzt gerade in Duisburg und dann geht's ab nach Hause und dann ins Bett und dann heier heier machen und das wird schön. Was kostet das denn dann von dir zu mir? Zu Hause angekommen heißt es nicht direkt ins Bett gehen und schlafen, sondern erstmal ein bisschen weiter schneiden, denn ich bin mit den Videos für den 1. April, wegen das sind alles Scherze, die am 1. April kommen, wer hätte das gedacht, fertig. Und ja, ich muss jetzt noch ein Video schneiden und jetzt bei dem Grab fehlt noch eine Szene, die muss ich gleich noch aufnehmen. Dann muss ich tatsächlich noch Minecraft Hashtag 2 aufnehmen, das mache ich aber nicht mal heute nachts, weil ich sehr, sehr laut schreien werde bei diesem Video. Das werde ich ein andermal machen und ja, ich kann mal schon mal so ein kleines Fazit zum Konzert ziehen. By the way, bin ich vorhin noch Sayed begegnet, vorm Konzert tatsächlich. Also ich blende mal das Selfie ein, was wir gemacht haben. Es sah ungefähr so aus, wir sind vor der Halle gewesen und dann habe ich halt so einen Typen gesehen. Ich habe dann halt zu meinem Kumpel gesagt, Moment mal, irgendwo erkenne ich den, ich glaube, das ist Sayed. Und er kannte Sayed nicht und dann dachte ich mir so, ohne Mist, das ist doch Sayed. Naja, wir sind auf jeden Fall weitergegangen in die Schlange. Und dann war der auf einmal hinten, der hat für den Tour-Vlog für Bosshaft TV gedreht anscheinend. Und ja,
Dann haben auch noch andere gesagt, dass das Say It ist und kaum einer hat sich irgendwie getraut, den anzusprechen, weil im Endeffekt alle Angst hatten, dass es eine Kopie war oder so. Ich bin einfach hingegangen und habe gefragt, yo, Say It, können wir ein Selfie machen? Er so, Selfie machen? Ich sag so, yes, wir machen ein Selfie. Er guckt mich danach an, sagt Killer und ging weg. Nun, das war unsere Kommunikation. So, gut, ich würde sagen, ich mache jetzt doch zum Schluss ein kleines Fazit, kann nicht schaden, vor allem ich bin gerade total müde. Auf jeden Fall hat mir das Kollega-Konzert wirklich sehr gefallen. Viele haben immer wieder gesagt, er kann live nicht rappen, wobei ich sagen würde, das stimmt bei weitem nicht. Also natürlich hatte er ein, zwei Fehler, sagen wir es so, aber das ist total menschlich gewesen. Vor allem, wenn man halt Stunde 45 rappt, ne, das kann mal passieren. Sonst hat mir das Konzert wirklich gut gefallen, die 40 Euro waren es auf jeden Fall wert. Ich habe mich total entertained gefühlt und ja, war auf jeden Fall sein Geld wert. Ich bin auch total abgegangen, deswegen bin ich jetzt total heiser. Ich habe rumgeschrieben wie sonst was, hat aber megamäßig viel Spaß gemacht. War cool mal sein Idol zu sehen, denn Kollega ist ja eindeutig einer meiner Idole. Ich habe wegen ihm angefangen, irgendwie richtig intensiver Sport zu machen. Gönne mir seine Musik auch wirklich täglich, weil die sehr inspirierend ist, finde ich. Und ja, ich würde sagen, das war's mit diesem Thoma-Vlog. Irgendwann, wenn ich mal wieder was Cooles erleben sollte, werde ich euch natürlich mitnehmen. Und ich würde sagen, ich sehe euch in der nächsten Folge. Bye, bye.